Kaya, was ist dein Lieblingsski heuer? Also heuer fahre ich vor allem den Kiku. Das ist das Pendant zum Männerski Gotama. Powder-Ski, breitere Ski, den aber auch Frauen, Mädels super gut fahren können. Also gerade wenn es richtig viel Schnee hat, wie dieses Jahr, macht er super viel Spaß, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Und es ist sehr stabil, trotzdem aber auch noch total verspielt. Also wenn man ein bisschen Freestyle-Ambitionen hat, mal springen will, mal ein kleines Cliff machen will, lässt er sich super leicht fahren, auch im sag ich mal, Gelände, wenn es enger wird. Bei irgendwelchen Treeruns ist der Kiku der optimale Ski. Was denkst du, dass die nächste Saison dein Lieblingsski wird? Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, die Saison auch den Giro zu fahren. Der gefällt mir besonders gut. Er ist noch mal breiter als der Kiku. Also bei noch mehr Schnee noch besser und auch trotzdem noch super verspielt. Also wirklich leicht zu fahren, auch auf der Piste sehr gut zu fahren. Kann ich nur jedem weiterempfehlen, der wirklich einen Ski will, wo er bei extrem viel Schnee, meterhohen Neuschnee Gas geben will. Was denkst du, was die Geheimwaffe 2013 wird, wenn es schwierige Bedingungen hat? Ich bleibe beim Kiku und beim Giro auf jeden Fall, aber ich kann da, glaube ich, gerade den Burschen, die mehr Kraft haben, auch den Katana sehr empfehlen, wenn es mal zerfahren wird und anspruchsvoller. Sägt der sich überall durch, also der ist sehr stabil, auch bei wirklich sehr hohen Geschwindigkeiten und bei hohem Gewicht ist der super. Die erfolgreichste Freeride-Bindung, die Marca Duke, wurde nochmal kräftig überarbeitet. Was ist neu? Ja, ich glaube, erst muss man sagen, dass wir mit der Einführung der Duke 2007 einfach ein komplett neues Segment eröffnet haben in dem Freeride-Bereich. Und wir haben jetzt lange uns überlegt, wie können wir die Duke einfach noch besser machen. Und wir haben einige Spezifikationen jetzt definiert in der neuen Bindung, die einfach die Bindung komplett nochmal um ein ganzes Stück besser machen. Und es ist auf der einen Seite, dass wir diese ganze Bindung, sie heißt jetzt Duke EPF, das EPF steht für Extended Power Frame, weil wir diese ganze Bindung extrem massiv breit gemacht haben. Das heißt, die Ski werden immer breiter, deswegen sagen wir auch, okay, wir brauchen eine breitere Anbindung von der Bindung, um noch eine bessere Kraftübertragung zu erreichen. Das haben wir dadurch erreicht, dass wir eine neue Baseplatte auf der Duke drauf haben, wo die Bohrpunkte von 36 mm auf 46 mm angewachsen sind, 28% breitere Anbindung und dementsprechend drauf diesen Extended Power Frame gesetzt haben, um eben nochmal diese ganze massive Anbindung an den Ski quasi zu gewährleisten und eine für eine unerreichbare Kraftübertragung für breite Ski gewährleisten können mit der neuen Duke. Und zudem kommt, dass wir neue Vorderbacken- und Fersenkonstruktion haben und neue Farben haben. Und ich glaube, das ist einfach eine wahnsinnig geile Bindung.